Freunde, wir haben uns heute mal für unsere Erdbeeren ein paar Hängetöpfe, Hängeampeln gemacht, die aussehen wie eine große Erdbeere aus Beton. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, bleibt dran. Viel Spaß. Wenn man sich so Teile aus Beton machen möchte, wo man was reinpflanzen will, wo also ein Loch sein muss, brauchen wir irgendwie einen Platzhalter. Und das kann man ganz super aus Zeitung machen. Das faltet man sich ein bisschen so zurecht, wie man das haben möchte. Ich will ja eine Erdbeere haben. Also muss ich irgendwie zusehen, dass ich irgendwie so die Form hinbekomme, dass das ein Topf wird, aber gleichzeitig auch eine Erdbeere werden kann. Form einer Erdbeere bekommt. Form einer Erdbeere irgendwie kriegt. So ungefähr, den Rest macht man ja eigentlich mit dem Beton. Wenn man ja auf Papier nicht mit Beton arbeiten kann, mache ich mir da jetzt eine Folie drüber, also hier so eine Frierbeutel. Und dann forme ich mir das nochmal richtig und klebe mir das alles so hin, wie ich es haben möchte. So, ich klebe mir jetzt hier unten dazu, damit das alles ein bisschen drin bleibt und nicht verschwindet. Auf mysteriöse Weise irgendwie. So, und dann mache ich mir hier noch ein bisschen die Form. Dass die Tüte hier nicht so ausbeult. Dann ist das eigentlich schon eine Erdbeere. Eine Erdbeere. Mit viel Fantasie. Ja. Das könnte man so gelten lassen. So, und da drumherum bauen wir dann jetzt unsere Erdbeere mit Beton. Da bin ich gespannt. Ja, gucken wir mal. Ich arbeite dann jetzt hier mit Beton zum Kneten von der Firma Viva Decor. Welchen Beton ihr euch da aussucht, ist euch überlassen. Probiert aus, mit welchem ihr gut zurande kommt. Man kann das natürlich auch selber zurechtmischen. Sand, Zement, ein bisschen Fliesenkleber, ein bisschen Spüli. Geht alles zu machen, aber wenn man das fertig kriegen kann, bloß noch Wasser zumachen muss, arbeite ich da gerne mit. Jetzt muss man da nach und nach ein bisschen Wasser zufügen. Hier steht natürlich, wie viel Wasser auf wie viel Gramm oder Kilo Beton genommen werden soll. Aber ich mache das schon immer nach Gefühl irgendwie. Immer Schluck für Schluck Wasser dazu kneten, bis die richtige Konsistenz da ist. So, mein Beton ist dann jetzt so weit. Meine Handschuhe sind viel zu groß, aber die müssen auch mal verarbeitet werden, wenn man die falschen gekauft hat. So, und dann muss man auch mit den Handschuhen mal eine Weile klarkommen. Jetzt machen wir das so dick, dass das ungefähr immer so 5 mm Stärke hat. Und dann formen wir uns unsere Erdbeere hier Stück für Stück fertig. Speedy, willst du ein bisschen mithelfen? Fallen mir hier bloß nicht vom Tisch. Die anderen Handschuhe waren dir wohl zu groß. Ja, also wenn sie zu groß sind, geht das doch nicht mitarbeiten. So, jetzt sieht das alles ein bisschen, naja, sagen wir mal, verschoben aus. Und jetzt machen wir uns immer mal die Hände ein bisschen nass und versuchen das einigermaßen hinzustreichen, glatt zu bekommen. Also macht euch da nicht einen Kopf, wenn die ein bisschen schief ist, eine Erdbeere ist nicht gerade. Also soll einigermaßen so aussehen. Die erste wird sowieso immer ein bisschen anders, als man sich das vorstellt, sag ich mal. Aber die nächsten werden dann schon besser, obwohl man keine 100 Stück davon macht vielleicht. Aber das sind wirklich schöne Geschenke oder auch tolle Deko für den Garten. Ich möchte die ja bei uns hier für den Garten haben. Und dann hat man einen schönen Blumentopf oder Topf für Erdbeerpflanzen. Schauen wir das ungefähr so. So ungefähr sieht doch eine Erdbeere aus. So. Jetzt hat mein Mann schon wieder von hinten eingeworfen. Da muss ja noch dies und dann muss noch jenes. Ja, aber erstmal muss eins. Und dann kann man das nächste machen. So, hier habe ich dann so ein Teil. Da machen wir hier unten natürlich ein Ablaufloch rein. Oder von mir aus auch zwei, drei. Da muss man runterpieksen, bis man da hinkommt. Und dann braucht man natürlich auch noch Löcher zum Aufhängen. Wie viel haben wir da immer gemacht? Drei. Reichen eigentlich. Ja. Drei Löcher zum Aufhängen. Er kippelt das nicht. Ja. Dann bohren wir uns hier ein Loch rein. Also ihr müsst hier unten ein bisschen Platz lassen, damit das auch fest hängen kann. Ja, dick habe ich mir das hier gemacht. Relativ dick. Ja, also damit man, nachbohren. Damit man hier genug Material hat, was das Teil jetzt hält nachher. So, jetzt haben wir hier eben noch. Hier eins. Schön bis durch.
Da. Und hier muss noch eins. Na, siehst du. So, da kann man sie dann nachher aufhängen. Jetzt lassen wir das erstmal ein bisschen trocknen und dann machen wir da nachher noch schön Blätter ran. Aber das möchte ich gerne, wenn ich es umgedreht habe, dann lässt sich das besser arbeiten. Blätter als wenn ich jetzt und die Erdbeere hat doch auch immer so eine Zippel. So eine du, ne, sie brauchen ein Erdbeerblatt, wir können es auch gleich ranmachen hier. Aber ich dachte eigentlich, wenn ich es nachher umdrehen kann, in einen Eimer reinstellen, dann kann ich hier oben am Rand noch ein bisschen arbeiten. Genau. Ich mache mir noch einen zweiten Topf, ich möchte zwei hier haben. Na, mach doch. Mach ich auch. Wichtigste hätten wir jetzt fast noch vergessen, diese Erdbeerkerne. Aber die kann man auch drauf malen. Na gut, wir pieksen sie jetzt hier so ein bisschen rein. Nicht durchpieksen, also nur so draufsetzen. Diese Dinger. Bisschen nach Gefühl. Da musst du nachher sowieso farblich absetzen, weil die sind ja gelb oder so. Ja, oder schwarz machen die auch ein hier. Wenn man so Erdbeeren malt. Siehste. Nach 24 Stunden ist dann unser Beton so weit fest, dass wir das Innere jetzt hier rausholen können. Und dann haben wir hier unser Pflanzloch nachher und ich sehe gerade, doch, die Löcher sind da. Ich wollte gerade sagen, sind die Löcher zu, aber sind da. Wollen noch mal ein bisschen nachpieksen, dass das wirklich rauslaufen kann, da das Wasser. Und dann können wir noch ein bisschen weiter dekorieren. Ich möchte da noch ein paar Blätter dran haben. So, und dann ist es außen so ein bisschen, naja, grau. Da gehen wir dann ein bisschen mit so einem Schleifpapier oder so einem Schleifschwamm lang und machen das ein bisschen glatt, dass sich das glatt anfühlt. Richtig glatt muss das nicht sein. Die Erdbeere ist auch nicht richtig glatt. Hier oben den Rand ein bisschen, aber da machen wir ja noch ein paar Blätter ran. So, und ich habe schon mal ein bisschen geschliffen hier. Das ist aber fleißig. Und dann brauchen wir irgendwas, wo wir das Teil reinstellen können, weil festhalten und kneten geht nicht so richtig. Jetzt wollen wir uns da noch ein paar Blätter ran machen. Ein bisschen nass machen wieder mal im Beton. Ich habe da hinten mal ein paar Blätter von Erdbeeren, damit man mal sieht, wie die so aussehen ungefähr. Dann mache ich mir erstmal eine kleine Kugel. Mach das ein bisschen platt, das sind so kugelige Blätter irgendwie komisch. Eine Seite ein bisschen spitzer. Meine Handschuhe sind zu groß. Ein bisschen Blätter ein. Also so eine Dinger hier so drin machen. So, und jetzt muss der Beton mal wieder nass gemacht werden, wo so ein Blatt hin soll. Damit das anziehen kann. Und dann setzen wir uns hier so ein Blatt hin. Das fühle ich doch besser mit Liebe. Ich mach die Streifen erst, wenn er dran hat, das Blatt. Und dann ist so, hier wieder ansetzen. Nach oben drücken. Streifen ziehen. So, schon mal schon zwei. Kann man ja fast gelten lassen. Kann man fast gelten lassen, ne? Machen wir noch ein dritte dran. Mal so ein bisschen über den Rand drüber liegen. Auch machen. So. Streifen ziehen. So kann man jetzt ringsrum dekorieren, wie man es haben möchte. So viele Blätter, wie man haben will. Ja, mindestens dreimal musst du es jetzt machen. Ja, sieht gut aus so, ja. Ja. Mach mal so, wie du denkst. Bisschen Luft am Rand. Jeder Künstler hat seine Freiheiten. Ja, kommt ja nachher noch die Erdbeere rund. Oder die Erdbeeren. Geht schon. Na, vier bisschen, bis fünf, sechs geschmeichelt. Bisschen Übung. Die nächsten 100 werden dann schöner. Schöne Kinderbasteln.
Kinderbastel. Das geht einfach nicht mit so großen Handschuhen. Das ist jetzt immer wieder das gleiche. Ein paar Blätter. Kugelplatt ran. Ja, nicht so lange rum machen. Das ist das erste Mal, dass die Blätter wirklich so aussehen wie von einer Tomate. Von der Tomate? Von der Erdbeere. Jetzt hast du so lange mit mir rumdiskutiert, dass ich Tomatenblätter endlich habe. Oh, nicht drin pieksen, das soll man natürlich nicht. Aber kann man ja alles nur ausbessern, bis es fest ist. So, das sind die schönsten Blätter jetzt. Das sind jetzt die schönsten. Na, du erst, die sehen alle gut aus. Wenn das nachher erstmal angemalt ist. Na, abwarten. Jetzt muss es auch wieder trocknen. Dann los. Wir haben dann jetzt hier nochmal 24 Stunden gewartet, die ganze Sache ein bisschen trocknen lassen. Die unterschiedliche Farbe ist jetzt, weil dieser Beton war schon ein bisschen älter, die Packung. Und das ist jetzt hier eine neue Packung gewesen. Ist aber beides durchgehärtet. Ja, Beton hat nun mal unterschiedliche Farben ab und zu mal. Und ja, jetzt muss man sich überlegen, wie man das anmalen möchte. Ich dachte mir, die Erdbeere rot, ist ja logisch. Und die Blätter ein bisschen grün. Da mache ich mir ein bisschen rot hier auf so eine Platte drauf und gehe einfach mit dem Schwämmchen drauf und wische da mit dem Schwämmchen drüber, sodass ich diese Löcher hier offen lasse. Oder ich müsste die nachmalen, aber probiert doch. Probieren, ob die so offen bleiben. Und dann hat man die gleich als ja, Kerne. Bleibt so toll. Das lassen wir dann einfach so. Ja. Sieht fast echt aus. Ja. Achso, und ich habe dann jetzt hier Deka Color Matt. Ihr fragt mich immer, welche Farben ich nehme. Die ist wetterfest, also die kann ich jetzt gleich auf den Beton drauf machen, auch wenn der noch keine 28 Tage durchgehärtet ist. Die Farbe ist wasserdurchlässig, nicht luftdurchlässig. Der Beton kann trotzdem weiter härten, obwohl der auch unter Wasser härtet, also ist kein Problem. Und die Farbe verbindet sich mit dem Beton, also da hatte ich noch keine Probleme. So, mein Rot ist dann jetzt fertig, also ich habe es überall draufgewischt, wo ich gedacht habe, muss eh mal ringsum. Jetzt wollen wir hier die Vertiefung, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann jetzt erst mit der einen Farbe unten einmal richtig drüber pinseln und dann mit dem Schwamm drüber wischen. Oder man malt jetzt nur diese Vertiefung hier ein bisschen mit dem Pinsel und geht dann mit dem Schwämmchen oder mit dem anderen Pinsel vorsichtig drüber, dass diese Vertiefungen hier heller bleiben und was oben drauf ist, dunkler wird. Und dann nehme ich einen Pinsel und mache hier am Rand mit dem Pinsel erstmal ein dunkleres Grün lang. Und hier oben drauf muss ich mal gucken, ob das dann mit dem Pinsel oder mit dem Schwämmchen besser geht. Muss man sich immer ausprobieren, dass die Vertiefungen dann eben heller bleiben. Ja, am besten ist dann ein Schwamm. Am besten ist eigentlich immer ein Schwämmchen. Ja. Aber erstmal die Ränder hier, dass das auch alles ringsrum grün wird dann. Macht sich mit dem Pinsel dann nicht, mit dem Schwämmchen nicht so gut dann. Naja, weil dann wieder aufs Rote kommt. Genau, dann kommst du wieder aufs Rote. Und jetzt kommen wir wieder zum Schwämmchen. Da mache ich mir ein bisschen Grün hier so an die Seite und wische jetzt einfach hier oben drüber vorsichtig und hoffe, dass das so bleibt, wie ich mir das gedacht habe. Und? Naja, sieht so aus. Ja, nicht so viel Farbe. Trocknet hier draußen so schnell. So windig, warm und windig. So sollen die Blätter dann ungefähr aussehen. Naja. Naja, kann man so lassen. Kann man so lassen? 4 bis 5, 6 geschmeichelt. Naja. Du hast es versucht. Wenn man 1000 Stück davon macht, dann macht man das natürlich am Endeffekt besser. Dann sieht das alles schöner aus. Aber beim ersten murkelt man sich immer eins hin. Man sieht, dass es eine Erdbeere sein soll. Auf alle Fälle.
Der, der hat andere sagt, der lügt. So sieht es doch schon aus wie eine Erdbeere. Wenn das mal nicht eine Erdbeere geworden ist. Jetzt muss man nur noch bepflanzen und aufhängen. Ja. Schöne Erdbeere. Wunderschön. So, und am Ende haben wir dann noch durch die vorhandenen Löcher, die wir eingebohrt hatten, Bänder durchgezogen. Also wenn ihr da mal einen Tipp für mich habt, was man da für Band nehmen kann. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich diese, ich habe jetzt hier so ein Makramee-Band, was ist jetzt hier, Makramee-Band genommen. Und dass sich das vielleicht irgendwie auflöst und meine Töpfe irgendwann mal runterstürzen. Ich meine, Weile wird das halten alles. Aber dass man da vielleicht ein Band hat, was länger hält. Die anderen hängen ja auch schon ewig da, die anderen Pötte. Dann haben wir Erdbeeren reingepflanzt. Und jetzt kann das da wachsen, vor sich hinhängen. Sieht jedenfalls schön aus. Ist mal was anderes. Erdbeeren in einer Erdbeer-Hängerampel. Wie eine Erdbeere aussieht. Also probiert es ruhig mal aus, mit dem Beton zu arbeiten. Der Beton von Viva Decor lässt sich super verarbeiten. Man kann super damit kneten. Und die Farben, ihr seht gerade bei uns im Hintergrund, ist es ein bisschen dunkel. Also nicht gleich die ersten 2-3 Tage in Regen hängen. Da kann es dann passieren, dass die Farbe abgewaschen wird. Die muss auch erst richtig durchtrocknen.